Im Herbst 2021 habe ich hier im Recording-Blog die brandneuen Volt-Audio-Interfaces von Universal Audio vorgestellt. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du ja nach dem Video hier gerne mal hier oben reinklicken und dir das nochmal anschauen. Eine der am meisten gestellten Fragen in dem Zusammenhang war dann, kann ich denn mit den Volt-Interfaces endlich auch die Plugins von Universal Audio nutzen? Ich meine, die brauchen ja normalerweise ein Apollo-Audio-Interface oder so eine teure DSP-Erweiterung. Und meine Antwort darauf war leider nein. Zumindest damals. Denn für alle, die kein Apollo Audio Interface haben sollten, aber trotzdem gerne die Plugins von Universal Audio nutzen möchten, gibt's jetzt endlich eine gute Nachricht. Es gab ja mal ein Album von Depeche Mode, das hieß Music for the Masses. Und mit Plugins for the Masses könnte man den neuesten Streich aus dem Hause Universal Audio beschreiben. Das Ganze trägt einen Namen und der heißt Spark, also Funke. Was es damit auf sich hat und warum dieser Funke für alle ohne Apollo, aber vor allem und gerade für die Leute interessant ist, die eine Apollo haben, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und ich muss vielleicht vorweg schicken, dass ich in keiner Weise verwandt, verschwägert, bezahlt oder in irgendeiner Art und Weise abhängig von Universal Audio wäre, auch wenn das in diesem Video vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal so rüberkommen könnte. Aber dass ich ein Faible für die Kollegen aus Kalifornien habe, das wirst du sicherlich in dem einen oder anderen Video schon mal von mir festgestellt haben. Wenn ich Musik aufnehme oder abmische, dann benutze ich halt furchtbar gerne die Plugins von Universal Audio. Punkt. Ich mag zum Beispiel gerne die 1176 Kompressoren aus dem Bundle, aber auch das Oceanway Plugin zum Beispiel, eine Raumabbildung eines Aufnahmeraums im Oceanway Studio als Plugin erhält ich. Das ist bei mir immer auf den Drums drauf. Dann gibt es den Neve 1073 Preamp und Equalizer, sowohl für Aufnahme als auch für den Mix kann man den gut nutzen. Die Capital Chambers für Hall, die ATR 102 Bandmaschine auf dem Masterbus. Das sind nur einige Plugins, die ich in nahezu jedem Mix regelmäßig nutze, weil sie einfach fantastisch klingen. Das hat mich natürlich über die Zeit eine feine Stange Geld gekostet, aber letztendlich habe ich mir das gegönnt und bis heute auch eigentlich nicht bereut. Trotzdem, wo Licht ist, da ist auch Schatten und trotz wirklich gutem Sound haben die Plugins von Universal Audio doch auch den ein oder anderen Nachteil. Drei Stück folgen jetzt mal. Erstens, die Qualität hat anscheinend ihren Preis, denn die Plugins von Universal Audio sind echt nicht günstig. Preiswert, also ihren Preiswert, ja, vielleicht, aber auf jeden Fall nicht günstig. So ein 1073 Preamp, den ich gerade gesagt habe, der kostet als Plugin zum Beispiel 299 € reduziert, 149 €. Fragen? Zweiter Nachteil. Die Plugins laufen nur auf speziellen DSPs, also digitalen Signalprozessoren, die man zusätzlich kaufen muss oder die du zumindest in deinem Apollo Audio Interface drin hast. Hast du also keine DSPs, nutzt du auch keine Plugins. Und drittens, der für mich vielleicht schlimmste Nachteil, man kann nicht so viele Plugins nutzen, wie man gerne möchte. Denn sobald die DSP-Power ausgeschöpft ist, muss man die Spuren einfrieren oder die Plugins einrechnen per Bounce oder eben auf andere Plugins ausweichen. Also kannst du nicht mal eben eine Bandmaschine und 1176 Revision A Kompressoren auf 50 Kanäle draufwuppen und dann hoffen, dass deine 6 DSPs im Apollo das schaffen. Das schaffen sie nicht. Zumindest bis jetzt. Denn anscheinend haben die Menschen bei Universal Audio nun auch mitbekommen, dass moderne Rechner so leistungsfähig sind, dass man zumindest beim Abmischen der Musik eigentlich keine extra DSPs mehr braucht. Beim latenzfreien Aufnehmen mit wirklich CPU-intensiven Plugins, ja, wenn du zum Beispiel ein Avalon 737 Preamp nimmst, du nimmst einen 1176 AE-Kompressor und noch ein teures Lexikon. Wenn du das latenzfrei beim Aufnehmen direkt mitnehmen möchtest oder zumindest hören möchtest, dann geht das halt nicht ohne DSPs. Aber beim Mix kann der eigene Rechner heutzutage eigentlich alles komplett alleine berechnen. Und deswegen gibt es jetzt Spark, also diesen Funken, einen brandneuen Abo-Service à la Slate All Access Pass, der es jetzt endlich möglich machen soll, die Plugins auch ohne extra DSPs von Universal Audio zu benutzen. Also quasi nativ läuft das Ganze auf jedem Rechner und auch dann, wenn du ein Volt-Interface haben solltest oder sogar gar nichts von Universal Audio hast, also wie ich zum Beispiel hier so ein Focusrite Scarlett-Interface, auch damit kannst du es nutzen. Außerdem muss man die Plugins jetzt nicht mehr einzeln kaufen, sondern die sind dann in diesem Bundle quasi drin in diesem Abo und du kannst bestimmen, ob und wie lange du die dann nutzen möchtest, die Plugins, die da drin enthalten sind. Vielleicht nur für ein Projekt, für einen Monat oder vielleicht fürs ganze Jahr, weil du dir das einfach gönnst. Der Monat kostet, glaube ich, $20, übersetzt in Euro weiß ich es jetzt gerade gar nicht, und $150 das ganze Jahr, also ungefähr $12,50 pro Monat oder $12,50 pro Monat. Das ist das, was du bei Steven Slate auch bezahlst, also bei dem Slate All Access Pass. Aber wenn du das mal mit dem eben genannten 1073 Plugin vergleichst, das
das ja, wie gesagt, reduziert 149 Euro kostet, dann hast du ab dem zweiten Plugin, was in dem Bundle drin ist, hast du quasi schon gewonnen und brauchst noch nicht mal die DSPs, die du ja normalerweise extra bezahlen müsstest. Das Ganze läuft dann zwar aktuell wieder mal zum Start nur auf dem Mac, soll aber zumindest ab Herbst dann auch für Windows kommen und vielleicht sind bis dahin dann ja auch noch das ein oder andere Plugin mehr darin enthalten, denn die Auswahl zum Start ist okay und kann man auch wirklich gut mitarbeiten. Aber wenn man mal schaut, was Universal Audio schon so an Plugins veröffentlicht hat, da kann man sich in naher Zukunft auf jeden Fall auf das ein oder andere Audioschnäppchen oder Schätzchen, muss man fast sagen, Audioschätzchen noch freuen, aber zum Schnäppchenpreis. Ne? Der Abo-Preis wird ja nicht erhöht, wenn mehrere Plugins reinkommen, von daher auf jeden Fall da Daumen hoch schon mal. Und falls du wie ich jede Menge Plugins schon haben solltest, ist der Spark Service sogar für die Plugins, die du schon gekauft hast, komplett ohne Abo-Gebühr zu nutzen. Das heißt, du kannst ohne Abo die Plugins, die du gekauft hast, auch einfach benutzen. Das heißt, du brauchst jetzt nicht mehr Rücksicht nehmen auf irgendwelche DSP-Limits oder so. Du kannst deine Lieblings-Plugins, die du dir gekauft hast, einfach in der Spark-Version dann in deinen Sessions nutzen und brauchst nicht mehr Rücksicht darauf zu nehmen, ob du jetzt noch genug DSP-Power hast oder nicht. Von daher lohnt sich auch die Spark-Plattform oder zumindest, dass in dem Rahmen die Plugins, die wir gekauft haben, neu erscheinen. Das lohnt sich dann auch für uns. Early Adopter wäre vielleicht das falsche Wort, aber für die Leute, die die Plugins schon mal gekauft haben. Wir können ja mal schauen, welche Plugins genau dabei sind. Dann schauen wir am besten auch mal auf eine kleine Session, in der ich mit ganz einfachem Top-Down-Mixing gearbeitet habe und fast ausschließlich mit den Plugins aus dem Spark-Bundle gespielt habe. Ich spare mir jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall das übliche Daumen hoch und mein Premium-Bereich ist super toll und gibt mir doch als Mitglied hier unter dem Video einen Kaffee aus und wir gehen mal direkt rüber. Also, los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier schon sehen kannst, hier steht das Wichtige. Der wichtige Teil eigentlich schon auf der linken Seite. Try 14 Days for Free. Du kannst also 14 Tage lang mal kostenlos ausprobieren, ob die Plugins von Universal Audio tatsächlich was für dich sind. Und wenn ja, dann kannst du ja mal gucken, ob dieses Abo dann tatsächlich was für dich ist. Vielleicht erstmal einen Monat ausprobieren und dann vielleicht mal gucken, ob es dann für ein ganzes Jahr auch bei dir reicht. Aber wir schauen mal, welche Plugins tatsächlich dabei sind. Hier ist noch die wichtige Information. Runs natively, also läuft ohne, dass du DSP-Power dafür brauchst. Also ich kann im Prinzip demnächst meine kompletten DSPs einmotten. Nee, wahrscheinlich nicht, aber könnte ich zumindest brauche ich keine Rücksicht mehr darauf nehmen, wie viel DSPs ich habe, wenn ich meine Plugins nutzen möchte, die für die Spark jetzt auch schon umgesetzt worden sind. Aber jetzt gucken wir mal, was alles dabei ist. Also, LA2 Plugins sind dabei, also der berühmte Kompressor LA2A in verschiedenen Ausfertigungen. Dann haben wir hier das Original von Universal Audio quasi, wurde erfunden vom Gründer von Universal Audio, von Bill Putnam, der 1176 in seinen verschiedensten Varianten. Dann den API 2500 Bus Kompressor, ein Flaggschiff, der im Prinzip alleine schon 2.500 Euro kostet, wenn du den in Hardware kaufen wollen würdest. Super auf dem Masterbus übrigens oder auf dem Drambus. Dann hier das berühmte Lexicon Hall 224, das 224, eines der ersten Digital-Hallgeräte von Lexicon. Weltberühmter, geiler Sound, kennst du von unendlich vielen Platten. Dann eine Platte, also ein Plattenhall nachgebildet. Den habe ich jetzt so oft noch nicht im Einsatz gehabt, aber den hören wir uns gleich mal kurz an, wenn wir ihn in der Session haben. Dann ein Tape-Echo, das Galaxy Tape-Echo, die Nachbildung vom Roland RE-201. Auch ein schönes Ding, irgendwie kann man eigentlich auf Gitarren schön einsetzen, als Slapback-Delay auf Vocals und so weiter und so fort. Dann haben wir Preamps. Ich stehe auf die Preamps, die von Universal Audio nachgebaut werden. Der API Vision Channel Strip, ein kompletter Kanalzug wie aus einem Mischpult. Dann die Studer A800 Tape Machine. Das heißt, du kriegst auch Bandsättigung in Form von dieser wirklich großen Bandmaschine dazu. Habe ich gleich auch in der Session drin. Dann der 1073 Preamp mit Equalizer, der alleine schon, wenn du eine Vocalaufnahme hast, wenn du den mal draufpackst, dann kriegst du wirklich diesen High-End-Sound für deine Vocals, mit denen du wirklich diesen letzten Schimmer, diesen professionellen Touch drauf zaubern kannst. Den kannst du auch leicht anzerren, die Stimme, ohne dass es wirklich unangenehm klingt. Ganz berühmter Sound auf jeden Fall. Habe ich auch auf fast allen Vocals drauf, wenn ich die im Einsatz habe, den 1073. Dann gibt es noch Instrumente dazu. Sogar es gibt noch ein Ravel Grand Piano hier dabei, einen großen Flügel. Der große Flügel hat 9,6 Gigabyte Sounds. Das sind 10 Gigabyte auf der Platte. Da kannst du dir vorstellen, wie der klingt. Dann ein Mini-Moog in Nachbildung, eine B3-Orgel von Hammond. Und soll noch einiges nachkommen auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal in die Session rein. Die habe ich mir vorbereitet. Und da gucken wir mal, wie das Ganze hier klingt. Ich habe hier eine Session von den aktuellen Spuren des Monats gemacht. Der Song heißt Ja Dann und klingt ohne jegliches Plugin erstmal so. Hey Mann, ich weiß, wie es dir grad geht. Doch sieh dir an, wie es um die Welt so steht.
Ist vielleicht ein bisschen leise. Ja, die Plugins, die ich gleich nutze, machen natürlich auch ein bisschen lauter. Aber die Idee von diesem Mix war, top-down zu mixen. Das heißt, ich benutze so wenig Plugins wie möglich und benutze die wirklich nur auf den Instrumentengruppen. Und wenn wir mal hier auf die rechte Seite rübergehen, siehst du, dass hier auf der linken Seite auf den ganzen Instrumenten hier ist nicht ein einziges Plugin drauf. Hier mal eins, weil ich das als Effekt gebraucht habe. Und hier ein Wider, weil ich eine verzerrte Gitarre ein bisschen breiter machen wollte, die nur Mono vorlag. Aber im Prinzip hier nichts an Plugins drauf. Die Plugins sind dann also auf dem Drumbus, auf dem Bassbus, da wo der Bass quasi, die beiden Bassspuren zusammenkommen, der Gitarrebus, wo die Gitarren zusammenkommen, dann auf dem Mucke-Komplettbus nochmal, wo die gesamte Musik zusammenkommt und auf dem Voxbus. Das heißt, nur auf den übergeordneten Bussen habe ich tatsächlich Plugins benutzt. Das ist natürlich nicht so filigran und so wie mit dem Skalpell gemischt, wenn man jetzt in jede einzelne Spur einsteigt, aber ist auf jeden Fall eine wichtige und tolle Übung, die ich dir auch nur sehr ans Herz legen kann, mit der du wirklich dafür sorgen kannst, deine Mixing-Skills auch nochmal ein bisschen zu prüfen und zu sagen, okay, ich benutze mal so wenig wie möglich. Ich stelle erstmal hier mit meinen Fadern und mit meinen Panoramas einfach nur einen Grundmix her und kümmere mich nicht um irgendwelche Probleme, die ich im Mix haben sollte, sondern mache erstmal einen Grundmix der einzelnen Instrumente, schicke die auf Busse und erst da wird dann top-down von oben, von der übergeordneten Instanz dann runtergemischt und dann mal gucken, wie sich der Sound tatsächlich hier entwickelt. Und das habe ich gemacht. Ich habe jetzt alle Plugins mal ausgemacht. Ich mache mal die beiden Effekt-Plugins an, ne? 1176. Für ein bisschen Schmutz auf einer Raumspur vom Schlagzeug und den Wider zum Breitmachen. Ansonsten klingt der Mix nochmal solo aus, klingt er so. Wir hören jetzt mal rein, solo die Drums. Hört so ein bisschen das Übersprechen auch, das war eine Aufnahme, wo alle zusammengespielt haben. Und mit den Plugins aber die Bandmaschine. Buskompressor und Hallgerät, ganz leicht dazu gemischt für ein bisschen Raum. Jetzt der Bass. Da ist ein Amp drauf, der gehört zu Studio One. Die Studer-Bandmaschine aktiviere ich mal, gleich alles zusammen. TDR Nova. Für eine Resonanz, die ich rausgenommen habe, ist nicht bei Spark dabei. Und der LA2-Kompressor. Jetzt mache ich mal alle an. Gitarren. Auch hier TDR Nova. Und die Bandmaschine. Jetzt der Mucke-Komplettbus. Mach ich mal an. Wieder die Bandmaschine. Buskompressor. Und ein bisschen Raum. Die Hallplatte. Vocals. Und ich mach die Plugins mal an. Bandmaschine. Kompressor. Hallplatte. Und Masterbus. Ein Kompressor. Und der Limiter von Studio One. Und das Ganze jetzt nochmal ohne Plugins und dann mache ich sie mal alle an. Mann, ich weiß, wie's dir grad geht. Doch sieh dir an, wie's um die Welt so steht. Dann ist doch das hier scheißegal. Luxusprobleme total banal. Wenn du die Spuren auch mal mischen möchtest, das sind die aktuellen Spuren des Monats im Recording-Blog Premium-Bereich. Alle Informationen findest du dazu hier oben. Und du siehst aber auch gleichzeitig, dass man mit der Top-Down-Methode wunderbar mischen kann, seine Mixing-Skills wirklich trainieren kann, indem man erstmal nur mit Fader und Panorama arbeitet und dann von oben runter arbeitet. Und die Spark-Plugins, die hätte ich jetzt auch so nehmen können und auf meinem anderen Rechner benutzen können, wo ich nicht einen einzigen DSP drauf habe, weil ich kann mit der Lizenz von Universal Audio auf der einen Seite mal einen
iLog benutzen, einen physischen iLog und einen iLog, eine iLog-Lizenz in der Cloud. Ich kann also die Lizenz auch rübernehmen mit auf meinen Laptop und von unterwegs arbeiten. Und das ist wirklich ganz großartig und damit dann hier direkt weiterarbeiten. Also von daher Daumen hoch meinerseits. Die Plugin-Auswahl könnte ein bisschen größer sein. Der Preis ist noch ein bisschen teuer, aber je mehr Plugins dazukommen, umso günstiger wird das ganze Angebot und die Qualität der Plugins. Mich persönlich hat sich schon längst überzeugt und dich vielleicht auch im Rahmen der 14 Tage, die du ausprobieren kannst. Schreib mal deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich freue mich, von dir da zu lesen und wir sehen uns die Tage dann wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir von gut wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassou!